Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Replay wurde eingesendet, diesmal Stalingrad. Boah, geiles Matchup. 10er, 9er und 8er sogar mit dabei. Die armen 8er. Schimmelkase, Mogador und Öland als gegnerische DDs kann man aushalten. Das ist schön. 10er, 9er, 8er. Ach, das ist ja eine richtig entspannte Runde. Schöne Ziele: Vermont, Burgundy, Lyon, Lepanto, Brandenburg. Naja, gegnerische Stalingrad. Ah, schönes Matchup. Wir spulen vor, bis die Action losgeht. Sonst ist es immer so langweilig. Noch eine kleine Sache nebenbei. Wenn ihr mir Replays einsendet, dann wartet auch bitte. Ich sammle Replays, ich sortiere gerade Replays aus. Ich habe einen Schliefen-Replay, ich kann nicht andauernd Schliefen-Replays hochladen. Wow, 22.000 auf die Stalingrad. Schöne Salve, Alter. Desmol, boah, die dreht auch noch schön breit. Ja, jetzt geht sie zurück. Na gut, okay. Ja, geduldet euch einfach ein bisschen. Boah, Zitadelle 20.000. Doppelzieher, Alter. Stalingrad gleich weg. 44.000. Nicht mal 2 Minuten spielen. Gegner fährt dämlich Breitseite. Brandenburg kommt rum. So, jetzt aber. Wie gesagt, nehmt es mir nicht für krumm. Das ist bei mir nur ein Hobby. Und schreibt mich nicht andauernd an, wo bleibt mein Replay. Ich lade es schon hoch. Keine Panik. Und wenn es aussortiert wird, sage ich euch schon Bescheid. Ja, es tut mir leid. Ich verdiene damit kein Geld. Ja. Wie gesagt, es ist nur ein Hobby. Ein Spendenlink habe ich zwar drin, aber wenn ihr mir nicht, also hört sich jetzt blöd an, aber verdienen tue ich damit kein Geld und das möchte ich eigentlich auch nicht. Es ist nur ein Hobby. Deswegen, ich sammle die 1 bis 2 Wochen Replays, sortiere dann aus, wovon, dass ihr mal den Ablauf wisst. Wenn ihr mir ein Replay einsenden möchtet, unten in die Videobeschreibung gucken. Da könnt ihr sehen, wie ihr mir ein Replay einsendet. Ich werde jetzt demnächst auch noch eine E-Mail-Adresse dafür einrichten, dass ihr mir Replays einsenden könnt per E-Mail-Adresse. Boah, Triple-Zieter, Alter. Schönes Ding. 105.000. Nach nicht mal 3 Minuten 50. Ja, also... Stalingrad ist OP, ey. Der alte OP-Kart. Den kann er streicheln. Oh, den hätte er streicheln können. Desmo traut sich jetzt natürlich nicht mehr nach der Kelle raus. Also wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich schreibe euch dann, wenn euer Replay ausgesondert wird. Ansonsten, wie gesagt, bitte Geduld mit den Replays. Es ist, wie gesagt, nur ein Hobby. Ja, ich streame auch ab und zu mal. Dürft auch gerne auf Twitch folgen, wenn ihr möchtet. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat und ihm die Videos gefallen oder er selber mal ein kommentiertes Replay einschicken möchte, dann unten in die Videobeschreibung gucken. So, und jetzt zum eigentlichen Gameplay. 5 Minuten kann klappern. Brandenburg, natürlich leckere Ziele. Vermont auch sehr leicht gepanzert. Russen. Das sind halt Russen. Er macht's auch gut. 4 Stück legen auf ihn an. Ja. Server im Hintergrund, 4 Schiffe werden aufgehalten. Erstklassiger Schütze, Ladenzeit der Hauptbatterie. Tja. Lohnt sich auch bei der Moskwa, weil die Moskwa so eine hohe Erkennungsreichweite hat. Aua, 130.000 jetzt schon, 50er Dell. Ja, jetzt wird es aber hier langsam eng. Nachteil bei der Stalingrad, brennt 1 Minute lang. Deswegen skippt man auch gerne die Stalingrad so, dass man sie nicht, dass sie nicht so lange brennt. Aber bis jetzt schön gespielt.
Auch hier wieder das typische Spielverhalten der Mitspieler. Drei Stück bzw. vier Stück halten eine Seite, der Rest vergnügt sich auf der anderen Seite und stirbt locker und munter weg. Das ist der absolute Worst Case im Moment. Was natürlich die Stalingrad nochmal einen Ticken stärker macht, ist, wenn man Kutnesov drauf hat. Also für jeden, der gerne Stalingrad, Slava oder auch Kremlin spielt, ist Kutnesov ein absolutes Muss. Alter, 10.000. Aber gut, dass du jetzt die Position gewechselt hast. Die Hunde spielen im Hintergrund. Immer wenn man aufnehmen will, spielen die Hunde im Hintergrund. Naja. Dafür haben wir Nvidia Broadcast. Für jeden, der nicht weiß, was Nvidia Broadcast ist: Nvidia Broadcast ist eine KI-gesteuerte Video- und Mikrofon-KI, die automatisch Hintergrundgeräusche rausfiltert. Man hört noch nicht mal, dass meine Frau im Hintergrund kocht. So nach dem Motto. Weil das so super raus Noise Cancelling macht und man auch damit die Videokamera einen Greenscreen einfach mal drauflegen kann, ohne dass man einen Greenscreen hat. Und da ist die Vermont weg. 156.000 Damage. Wir stellen wieder Leben her. Ach, herrlich. Schimmelkase hat jetzt die Schimmelkase rausgekloppt. Die Akizuki meint man nicht, die Schimmelkase jagen zu müssen. Er ist jetzt im Radar. Ah, die taktischen Flieger werden der taktische Flieger-Skin. Junge, Junge. 1,6 Millionen weggetankt. Kommt sich an die Desmo ran, die dann leider über den Hügel drüber schießen. Die können dich gerade alle abfacken. Weil der Conqueror dahin. Die Akizuki müsste eigentlich die Shimakaze jetzt deffen. Boah, Glück gehabt. Breitseite, Stalingrad. Wer Klopse weg? Brems. Klopft die Breitseite Stalingrad weg. Geh mittig rein. Jawohl, vierfach zieht da rausgelöscht. Das war Stalingrad X.exe. Vierfach zieht da rausgelöscht, Alter. Ich stand aber auch perfekt Breitseite. So, nächste Ziel. Komm, gib ihm mehr. Gib ihm mehr. Markase nicht in Reichweite, da ist eine Ölland. Das Moin steht weiterhin hinter der Insel. Deal hat er noch einen. Kann er noch einen ziehen? Boah, schön. Nicht auf ab. Nicht auf HI gewechselt. Keiner schießt auf den DD. Ja, Stauber. Akatsuki hat immer noch nicht gerafft, dass er den DD jagen sollte. Jetzt mal so langsam. Ja. Natürlich mystische Lage. Er steht hinter der Insel, drei Schiffe können auf ihn schießen. Riga ist auch nicht ungefährlich. Da kommen die Torpedos, Öland, die sind da, tun nicht weh, sind aber schweineschnell. Missliche Lage. Kann er sich retten? Das alles erfahrt ihr im zweiten Teil. Nein, Spaß. Es wäre auch mal lustig, einfach so ein Video, Fortsetzung folgt. Aha. Er muss jetzt schnell nach oben. Alter, Unterstützer. Line, 9er, sehr weiches Ziel. Mit den 305ern kommt man da sehr gut durch. Schön gekreuzt mit der Akizuki. Alter, wieder 6000. Und er brennt wieder. Wird jetzt Tagesziel Nummer 1.
Ja, 7000. Diesmal 4 Overmatches. Overmatches und ein Durchschlag haben jetzt mehr Damage gemacht als ein Overmatch und 4 Durchschläge. Ja, das war's. 2222 Schaden. Großkaliber 9 Zitadellen. Alter Schwede. So, gucken wir uns an, ob das Team noch gewinnt. 2,1 Millionen weggedeckt. Großkaliber Unterstützer. Schön gespielt auf jeden Fall. Was macht jetzt nur das Team da draus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wir spulen mal ein klein bisschen vor. Weil das kann jetzt nämlich noch Ewigkeiten so dauern. Die Lion stirbt. Ich würde dann echt mal die Endcredits ziehen. Ne? Wir machen mal was an. Machen wir was Neues. Glaube ich. Eigene Team ist ja fast komplett tot. Also ich glaube eher, das wird eine Niederlage. Ich habe die Bilder jetzt noch nicht gesehen, aber ich kann nicht sagen, ob es eine Niederlage wird. Aber ich glaube, das wird eine Niederlage. Ihr könnt ja mal das Video pausieren und unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auf eine Niederlage oder ein Sieg wird. Liga stirbt jetzt. Wir haben noch eine Yoshino. Kazuki. Kizuki. Da hinten fährt noch eine Volllife Bourgogne. Wir treffen sehr gut. Die Öland geht raus. So, Mogador. Mogador schweres Ziel. Mogador irre schnell. Mogador zu Desmolib auch noch. Makase unten. Von der rechten Seite auch noch am Leben. Eieiei. Ah, da. Easter Egg gefunden. Hat ein Easter Egg gefunden. Wir wollen aber nicht das Easter Egg sehen. Wenn ihr mir Replays einsenden, das war eine geile Runde. Wenn wir kein Easter Egg sehen. Wie heißt es? Heißt das Zeug in Elektroautos? Was er da aus dem Wasser. Silizium, nee. Lithium, Lithium. Das war eine Lithiummine. Easter Egg gefunden. Oh, Montana. Also es sah eben noch gut aus, aber ich glaube jetzt wird's lächerlich. Eieieiei, Montana. Eieiei. Bourgogne geht nicht raus. Eieieiei. Sieg oder Niederlage? Es bleibt trotzdem spannend, ne? Bumm. Oh, komm jetzt, Alsage. Knall den. Knall ihn. Es kriegt aber auch keiner die Bourgogne tot. Bourgogne heilt sich jetzt wieder. Doppelbrand auf der Bourgogne. Tulsa. Ich glaube, das wird eine Niederlage. Oh, die haben die Bourgogne raus. Oh, und da ist die Tulsa raus. Letzte Hoffnung, Yoshino. Letzte Hoffnung, Yoshino. Brandenburg, Mogador, Shimakase. Hey, hey. Und da kommt dieselbe Brandenburg. Und Torpedos. Hey, 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 hey. Letzte Salve Brandenburg. Brandenburg, das ungenaueste Schiff. Was eine Streuung. Das ist ja 30 Sekunden sind es noch. Ja,
222.000 Damage, 9 Zitadellen, 113 Treffer, 515.000 Creditpunkte, 11.000 Erfahrung. Kann man mal machen. Kann man mal machen. 1400 Grund-EP, fast 1500 Grund-EP. Stalingrad 79.000, Vermont 40.000, Brandenburg 38.000. Gedrückt und trotzdem verloren. Schade, eigentlich. Wirklich schade. Kein Premium-Konto. Das Konto hätte noch ein bisschen besser ausgesehen. Aber nicht jeder investiert das Geld in Premium. Okay. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Reis. Ciao.